Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Tramsim. Ja, und ich habe euch ja versprochen, sobald es wieder Neuerungen gibt, sehen wir uns wieder. Und es gibt Neuerungen. Die Neuerung steht vor mir. Wo bist denn du hier? Das ist nicht die Neuerung, sondern eher das hier. Eine neue Tram ist im Spiel integriert. Sehr schön, sehr schön. Wir haben also nicht mehr nur noch den Flexity, sondern auch dieses schöne Gefährt hier. Der E2 nämlich mit Beiwagen da hinten, der C5. Das ist unser gutes Stück und mit dem werden wir heute wieder Richtung Praterhaupt natürlich fahren, sind hier beim Stefan-Fahninger-Platz. Ja, und wir haben den Fahrplan, wir gehen mal ganz kurz da rein, um 7.10 Uhr geht's los. Wir haben jetzt 7.07 Uhr, 3 Minuten haben wir noch, also alles gut. Da können wir uns noch ein bisschen die Bahn anschauen. Das ist, naja, die Bahn, die man von Wien eigentlich, glaube ich, am häufigsten kennt. Ich habe übrigens den Verkehr und die Personenanzahl ganz hochgestellt diesmal. Das war noch auf Mittel, habe ich jetzt wirklich auf Ärgste erhöht. Also ich vermute mal, da werden wir vielleicht sogar den einen oder anderen Stau haben. Warum auch immer die da rumstehen, keine Ahnung. Hier kommen wir auch blöderweise gar nicht mehr vorbei, sehe ich gerade. Aber das ist auf jeden Fall unser schönes Gefährt. Da hinten auch der Beiwagen. Ich weiß gar nicht, sind da Leute drin? Steigt die da ein? Nee, irgendwie nicht. Also die Türen sind auf jeden Fall offen. Die Leute sind schon drin. Ich glaube, du kannst sogar hier aufmachen, oder? Geht das? Weiß nicht, warum die nicht einsteigen wollen. Keine Ahnung. Vorne steigen sie an, das ist schon mal sehr gut. Im Covid-Modus habe ich ganz kurz ausprobiert. Wollte ich zuerst mal auch im Covid-Modus spielen, also mit Masken und so weiter und so fort. Aber dann hängt hier zwischen der Stange und dem da drüben so ein Absperrband, wie es halt auch in der Realität ist, damit die Leute nicht vorne einsteigen, sondern hier einsteigen und auch nicht direkt zum Fahrer kommen können. Da habe ich mir mal gedacht, für, naja, zumindest mal den ersten Einsatz, dass wir mit diesem Fahrzeug hier fahren, mit dem E2, mit C5 als Beiwagen Richtung Prater und natürlich auch wieder zurück hier Richtung Stefan-Fahninger-Platz. Da werden wir mal im normalen Modus spielen, natürlich noch weiterhin im Winter, da habe ich mich an die Realität gehalten, aber damit wir hier wirklich... Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Kannst du bitte woanders hinlatschen? Was ist mit dir los? Hohoho. Redet der auch? Können Sie mich bitte vorbeilassen? Nein. Heieiei, die frechen Wiener hier. Ja gut, das stimmt. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Die Troller. So. Schleich dich. Bläde Gurken. So. Was ist los? Der freundliche Wiener BIM-Fahrer ist wieder hier. So. Ich bin, muss ich dazu sagen, von da drüben, vom Startpunkt, wenn man hier lädt, Stefan-Fahninger-Platz, startet man da drüben, bin ich gerade mal bis hierher gefahren. Ich habe überhaupt keinen Schimmer, wie ich mich jetzt hier im normalen Fahrgastbetrieb anstelle. Ich habe weder Fahrstunden genommen, noch sonst irgendwas. Das ist hier gerade meine erste Fahrt. Ich bin noch nicht gefahren, außer von da drüben bis hierher. Und das war's. Es gibt verschiedene Stufen hier vom Bremshebel. Es gibt da, glaube ich, 8 Stufen zum Bremsen und nochmal 8 oder 7 Stufen zum Bremsen und nochmal 8. Können wir das nicht sogar hier sehen? Tutorials sind Hilfe. Genau, hier steht es nämlich. E2, da haben wir es. Die Türfreigabe, Cockpit-Information, das ist fürs Licht. Muss man da oben dann einstellen, kann ich auch nochmal ganz schnell zeigen. Ich habe es direkt mal angemacht. Hier normalerweise bräuchte man es vielleicht gar nicht mehr jetzt in der Früh. Ich habe es halt sicherheitshalber mal angemacht, weil wir haben Winter, damit die halt was sehen, die Leute da hinten. Da könnte man das dann anmachen. Hier oben, ich zeige euch das gleich mal, wo ihr da drauf drücken müsst. Und hier, Fahr- und Bremshebel. 16 Rasten gibt es da insgesamt. Die Fahrrasten 1 bis 7 können mit der Q einzeln durchgeschalten werden. Ist beim Flexity ein bisschen anders. Da hast du ja diesen Fahrknüppel, wo du nach vorne und zurück und eben in die Neutralstellung mit A, also Q, A, Y auf der Tastatur ist das, wo man den Flexity steuert. Was, glaube ich, sogar ein bisschen einfacher ist, weil du dann nicht durch diese verschiedenen Rasten, durch diese verschiedenen Stufen durchschaltest, sondern quasi einfach vor, zurück, stufenlos geht das. Und hier haben wir es ein bisschen anders, da haben wir eben die Fahrrasten 1 bis 7 und die Bremsrasten 1 bis 8. Und was da auch wichtig ist, ab der dritten Bremsraste wird die Haltebremse angezogen. Wir benötigten mir zu komplett zum Stillstand zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier habe, vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, werde ich schauen, dass wir das dann wirklich auch so machen ab der nächsten Station, die ja dann da gleich auf uns wartet. Und die ersten zwei Bremsrasten bremsen den Zug mit Hilfe der generatorischen Bremse auf 5 km/h ab. Das heißt, wir müssen hier gar nicht volle Pulle auf Y drücken und die irgendwie auf Raste 6 bremsen. Ist gar nicht notwendig. Es reichen schon, denke ich mal, zumindest die ersten zwei Bremsrasten, werden wir aber alles gleich mal im Fahrbetrieb sehen. Da oben ist übrigens das fürs Licht. Da kann man drauf drücken, dann geht's Licht an, so wie wir es jetzt haben. Und ich würde sagen, genug gequatscht. Wir machen mal die Tür zu. Da vorne muss man übrigens selber zumachen. Hier gibt es keinen Lichtschranken, da muss man die Tür selber zumachen. Die wollen jetzt da zwar einsteigen, ist mir jetzt wurscht.
So, und jetzt? Okay, nochmal 6 drücken, nochmal Freigabe weg und jetzt geht's los. Können Sie mir bitte vorbeilaufen? So, ciao. Wart auf die nächste. Da ist übrigens der Bruder Flexity. Die alte Straßenbahn, die war ja... Naja, schon jetzt... Wie viele Runden sind wir denn schon gefahren? 5-mal, 4-mal, 5-mal, sowas? Bin übrigens gespannt, das weiß ich nämlich nicht, wenn ich ehrlich bin, ob es hier auch E2-BIMs als KI-Verkehr gibt. Windenstraße. Das werden wir gleich rausfinden. Übrigens... Hier ist die KMH-Anzeige, also nicht mehr so zentral da vorne, sondern ein bisschen daneben versetzt. Und obwohl wir erst auf Stufe 2 sind, der bremst schon ordentlich. Allein dieses Geräusch, das kennt man einfach. Okay, da hätte ich noch ein bisschen stärker bremsen können, aber ist ja wurscht. Die erste Station, das haut schon alles hin. Haltpunkt, 2 Punkte. Können wir hier nicht drücken, tatsächlich? Der Fahrer erstmal so, büpp, Tür auf. Ach, guck mal, der Flexity kommt da hinten auch schon mal. Der hat's eilig anscheinend. So, passt, jetzt ist auch alles weg hier. Also von der Freigabe, meine ich. Die Klingel, auch natürlich eine bisschen andere. Aber als Wiener, also falls hier Wiener zuschauen, und ich denke mir, hier werden auch Wiener zuschauen, ihr kennt die Geräusche, ihr kennt diese Geräusche hier beim Gasgeben, ihr kennt dieses Geräusch hier von der Glocke. Toaststraße. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Man muss immer so ein bisschen schräg schauen, habe ich das Gefühl, damit wir die KMH halbwegs einschätzen können. Na, da war ich schon ein bisschen besser dran mit dem Haltepunkt. 10 Punkte. Alter, fall da ein bisschen besser dran. Das ist ja perfekt. Ach, du Kacke. Geil, geil, geil. Die steigt außen ein. Auch schön. Die freut es anscheinend. Die will doch ein bisschen mitfahren. Finde ich gut. Nehme ich mal das Kompliment auf. Ich hoffe, das ist auch eins. Nicht, dass sie schon so verwirrt ist, vielleicht nach der zweiten Station und gar nicht mehr weiß, wo die hingeht. So, ich mach mal hier vorne zu. Und hinten ist auch alles zu. Sehr gut. Die Fußrasten übrigens auch sehr cool. Können wir uns dann auch nochmal anschauen in der Außenperspektive. So. Der bleibt stehen. Das freut mich sehr. Und man merkt schon, es ist ein bisschen mehr los auf den Straßen. Ich habe da nämlich mal ein bisschen in den Einstellungen gestöbert und gesehen, ich bin erst bei Fußgänger- und Fahrgastaufkommen. Fußgängeraufkommen und KI-Verkehraufkommen, also hier von den Autos, beim Mittel. Und das muss natürlich am höchsten Level sein. Umsteigen zu. 7a. Definitiv, das ist mir immer ein sehr großes Anliegen, dass das alles auf dem Maximum ist. Damit da auch ordentlich was los ist natürlich hier in der City. Ja, der Bremsweg kommt mir vor ein bisschen langsamer, ein bisschen länger als vom Flexity. Warum steigen die? Achso, da war ich, weil der aussteigen will. Ich wollte gerade sagen, steigen die gar nicht ein hier. Gibt es übrigens anscheinend irgendwie noch einen Bug, der ja gefixt werden wird irgendwann mal. Also in nächster Zukunft vermute ich mal. Wenn Packs nicht einsteigen, wird er aufgeschrieben. 5 Sekunden auf Nummer 6 drücken. Also Numpad Nummer 6, aber da steigen alle ganz brav ein. Das passt. Und ich glaube sogar die steigen nochmal ganz brav ein. Jo. Na gut, wir haben ja eh rot. Finde ich übrigens schön, wie die hier alle aufgereiht stehen. Da steht niemand irgendwie hier nebeneinander oder so. Alle hinten dran. Ach doch, hier jetzt ein bisschen. Hätte ich nichts sagen dürfen. So. Aber es ist schon echt viel los. Finde ich echt cool. Muss ich zugeben. Finde ich echt, echt, echt cool. Ich mag es, wenn viel los ist. Ich mag das voll. Ich habe das im OMSI damals auch immer so eingestellt gehabt. Dass echt extrem viel los ist auf den Straßen. Da sind wir auch oft 5 Minuten, 10 Minuten im Stau gestanden. Einfach nur von Haltestelle zu Haltestelle, weil echt viel los war. Und das hab ich gern, Freunde. Knöllgasse. Umsteigen zu 6. In Richtung Geiereckstraße. So, lieber mal ein bisschen bremsen, bevor wir dem gleich im Kofferraum liegen. Der hat ein teures Auto. Das wollen wir nicht zahlen. Übrigens, die Anzeige hier wird auch irgendwann mal, habe ich gelesen, im Changelog,
irgendwann mal in nächster Zukunft, denke ich mal, ich glaube nicht, dass das lange dauern wird, bis da die nächsten Patches kommen für diese Straßenbahn, auch angezeigt werden. Also da hast du eine selbe Anzeige wie hier quasi. Aber wenn es dann soweit ist, werden wir uns vermutlich sogar auch wiedersehen. Denn ich habe schon vor, hat jetzt die Tür nochmal aufgemacht, schon vor, hier noch ein paar Mal ringsherum zu fahren. Wird bestimmt ganz lustig. Das Fahrgefühl ist auch cool, muss ich zugeben, ist sehr cool. Auch ein bisschen ungewohnt natürlich jetzt noch am Anfang, mit den verschiedenen Bremsrasten hier rauf, runter. Aber da gewöhnen wir uns sicher dran. Wenn wir dann irgendwann mal auf den Flexity umsteigen, wird das wieder was ganz was anderes werden, habe ich das Gefühl. Aber dabei müssen wir uns ein bisschen umgewöhnen. Hier auf die E2-BIM vom Flexity bin ich echt schon gewohnt. Hier einfach nur ein bisschen Q drücken und dann ein bisschen Y drücken. Aber hier ist ein bisschen anders. Aber das Grundprinzip ist natürlich noch das gleiche. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was haltet ihr so von dieser neuen Straßenbahn? Man sieht auch hier, die Straßenbahn ist schon ziemlich lange, ich glaube um die 40 Jahre schon im Einsatz bei den Wiener Linien. Also man sieht natürlich auch schon hier und da mal ein paar Abnutzungserscheinungen. Wir können dann auch nochmal hier durch die Straßenbahn gehen, ist natürlich auch kein Problem. Hier auf jeden Fall mal das Fahrerhäuschen, da sieht man auch schon die Kratzer und so weiter und so fort. Liegt daran, weil die Straßenbahn schon echt lange im Betrieb ist. So, jetzt machen wir da mal nicht mehr auf. Da ist grün und wir fahren. Hallo? Ach, da hinten steigt noch mal ein. Nein, es wird schon wieder rot. Okay, ich fahre jetzt aber zumindest mal ein bisschen vor. Na gut. Kommt drauf an, steigen die jetzt wirklich noch mal ein oder eher nicht so? Irgendwer macht schon wieder die Tür auf. Na, da sind wir in voller Betrieb heute. Alter, uiuiui, wo kommen die denn alle her? Ach du Fresse. Naja. Ja, guck mal. Der Fahrkartenautomat, den habe ich ja gar nicht gesehen vorher. So, wie sieht's denn aus jetzt? Ihr zwei noch rein hier. Und dann machen wir mal zu. Oder willst du gar nicht? Die will gar nicht mehr. So, schnell, 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 bevor noch wer auf die Idee kommt, einsteigen zu wollen. Okay, nein, 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 komm, das geht noch, das geht noch. Weißt du jetzt nicht, warum der da drüben so lange stehen bleibt? Uiuiui, da scheppert's. Uiuiuiuiuiuiuiui. So, und hinab geht's. In den lauten Teil der Strecke. Matzleinsdorfer Platz. Umsteigen zu 6. 18. In Richtung Burggasse. Stadthalle. 62. In Richtung Leins. 14a. Lokalbahn nach Baden. S-Bahn. So. Achso, hier wollte ich hin. Weißt du was? Aber ist das Licht schon wieder aus? Licht an. Hallo? Licht an? Licht geht nicht an. Warum geht das Licht nicht an? Machen wir eine kurze Runde mal durch die Straßenbahn. Das ist unsere Straßenbahn, da hinten der Beiwagen. Hier können wir ja mal die Notbremse ziehen. Da gehen die Türen eh noch auf und zu. Also von dem her, Abfahrt wäre eh noch nicht drin gewesen. Haben wir einen Fahrplan eigentlich hier hängen? Nee. Das wäre cool. Werbungen leider auch keine. Na, vielleicht kommt das ja noch. Aber da ist schon eine volle Bude. Das kann man, glaube ich, schon sagen. So, will jetzt eigentlich noch mal einsteigen da hinten oder eher nicht? Nee. Ich warte lieber. Also der Fahrplan ist bei mir eher nur zweitrangig. Ich nehme da lieber alle mit, die wir mitnehmen können. Wo
Wobei wir natürlich sagen könnten, wir haben ja einen Kollegen direkt hinter uns. Aber wurscht. Kiebergasse. Umsteigezug 18. In Richtung Schlachthausgasse. Erst mit dem Bremsen muss ich doch ein bisschen üben. Halbwegs habe ich es raus, aber noch nicht so 100 pro. Huch, die können es ja kaum erwarten auszusteigen. Nein, doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Aber hallo, hallo, da ist schon ordentlich was los hier. Finde ich geil, das finde ich echt geil. Weil das Licht jetzt noch angehen würde, ich weiß gar nicht, warum das jetzt nicht angeht. Oder liegt das vielleicht daran, dass ich es vorher angeschalten habe? Und der das jetzt automatisch ausschaltet, weil wir im Untergrund sind. Mal gucken, wenn wir dann wieder rauffahren, ob es wieder aufdreht. Boah, hast du den gesehen? Der steckt mir in der Straßenbahn drin. Kollege! Alter Falter, der ist mir voll in die Straßenbahn gefahren. Was ist denn der für ein Problem? So, jetzt mache ich dem aber erstmal alle Türen auf. Dafür muss Zeit sein. Ist zwar niemand drin, weil wir ja alle mitnehmen, aber wurscht. Fährt mir der erstmal voll ins Hinterteil. Man hat noch gehört, die Notbremsung war noch dabei, aber... Geil. Da übrigens... Der Beiwagen, damit wir den auch nochmal ganz kurz ansehen. Also, der sollte dann normalerweise nicht drin sein. Sieht schon cool aus. Also für diejenigen, die oft vielleicht mit der Straßenbahn unterwegs sind, für die ist das sicher nochmal ein ganz anderes Feeling. Achso, ich wollte nur die hier anmachen. Ausmachen. Ist dann durchs Rumgerede und rumgelatsche. Nein, das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Zu. Haben wir jetzt schon 4 Minuten Verspätung. Uiuiui. So, aber jetzt. Ich hoffe mal, der Kollege da hinten lebt noch. So, und weiter geht's. Sorry! Bisschen zu stark gebremst. Ich habe den 25er natürlich gesehen. Aber ich habe mir gedacht, wir haben schon so viel Verspätung, da können wir ruhig mal 50 fahren. Aber ich glaube, das sind dann 70 geworden statt 50. So, da hinten lädt noch jeder, das ist gut. Mal gucken, ob der Kollege jetzt gleich um die Ecke geschissen kommt. Der wird natürlich ein bisschen länger brauchen. Ich habe mir alle Türen aufgemacht, außer die letzte. So, vorne machen wir auch mal zu. Na, da kommt er schon. Schnell weg, bevor er mal wieder im Hinterteil pickt. So, irgendwas ist noch offen. Irgendwas blinkt noch. Die ist zu, jetzt. Das Düm heißt, es geht weiter. So, 4 Minuten. Wir müssen da zuschauen. Johannstraßgasse. Umsteigen zu 13a.
So, das war fast ein bisschen weit gerollt. Na, der fährt mit... Alter. Hallo. Okay, ich glaube, der kennt den Beiwagen noch nicht so richtig. Kann das sein? Dass der eher erst stoppt, wenn er mit... Alter, der hat ja dann komplett verschluckt da hinten. Ich glaube, der erkennt erstmal den hier. Und macht dann eine Notbremsung. Na gut, das sind vielleicht noch die kleinen Kinderkrankheiten. Huch, wo bin ich denn jetzt? Ach so, falsche Perspektive. Die kleinen Kinderkrankheiten, die werden sicherlich auch noch gefixt. Dafür sind wir ja da. Lass mal ein bisschen rumtesten. So, komm, das geht noch. Ist zwar schon gelb, aber das geht noch. Wir wollten bei grün losfahren. Das muss was zählen. So, warum ist hier eigentlich gesperrt? Warum dürfen wir hier nicht weiterfahren? Was ist da das Problem? Ach so, weil die abbiegen könnten vielleicht. Naja, toll. Ja, dann trinke ich mal einen Schluck. Wahrscheinlich wird es jetzt gleich grün. Na? Das Licht ist übrigens immer noch nicht an, oder? Was ist denn da los? Licht? Geht nicht mehr. Habe ich schon zerstört, oder wie? Also wir hatten ja noch Licht, als wir hierher gefahren sind. Jetzt sehen wir nicht mehr. Na gut, ist eh schon Tag. Vielleicht deswegen. Vielleicht ist es ein automatisches Licht. Ich weiß es nicht. Oder ich habe was kaputt gemacht. Meierhofgasse. Na, war ja klar, oder? Dass da jetzt wieder rot wird. Aber mittlerweile ist mit den Bremsen bekomme ich ja fast schon gut hin, muss ich zugeben. Da freue ich mich ein bisschen. Ich meine, wir haben noch eine weite Strecke vor uns. So ist es ja nicht. Ich probiere es jetzt nochmal. Nee, das schaltet kein Licht an. Ja, vielleicht wirklich, weil es Tag draußen schon ist. Keine Ahnung. Wir haben übrigens auch noch ganz viele Schalter, die wir leider nicht bedienen können. Siemens, hier haben wir Betriebsart, lalala, Triebwagen, Beiwagen. Das kann ich ableiten. Notbremse haben wir hier, dann technische Störungsmeldungen. Die werden wir hoffentlich überhaupt nicht brauchen, selbst wenn wir sie bedienen könnten. Da haben wir auch noch ein paar Schalter. Oh, da geht es ja schon weiter. Vielleicht früher oder später mal, komm, das nehmen wir jetzt noch mit. Vielleicht früher oder später mal kann man von denen da auch noch was bedienen. Mal gucken, was den Entwicklern vielleicht noch so einfällt. Cool wäre es auf jeden Fall. So, wir müssen jetzt echt dazu schauen, dass wir hier ein bisschen von der Zeit aufholen. Wir haben 5 Minuten Verspätung und sind quasi gerade erst losgefahren. So, mit den Bremsen klappt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Da sollte sich er da hinten mit dem Flexi die vielleicht mal ein Beispiel nehmen mit den Bremsen. Gucken, ob er da schon wieder angerast kommt. Ich hoffe, die Ampel ist rot. Da sind die ein paar Autos dazwischen, das ist gut. So, was mit denen noch? Alles gut. Keiner will mehr aus- und einsteigen. Sehr schön. So, lala. Und weiter geht's. Das freut mich sehr. 5,5 Minuten Verspätung, das freut mich nicht so sehr. Aber mit ein bisschen Glück holen wir da noch was auf. Ich bin da guter Dinge, auch wenn wir jetzt noch am Ring kommen, aber wir werden vielleicht unter 5 Minuten zum Schluss ankommen. Paulanergasse. Das wäre schon mal ein gutes Ziel auf jeden Fall. So, die blinken alle Spieler so verdächtig, da habe ich ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Aber biegen alle auf die andere Seite ab. Na, da stehen wir jetzt wahrscheinlich am halben Radweg, aber... Hui, das synchrone Aufstehen, warum gehen die denn alle? Zumindest die zwei Zwillinge bleiben sitzen. Nee, alles gut, guck mal. Perfekt stehen geblieben. Aber ich habe das Gefühl, leider sind wir der einzige E2, die hier rumfahren. Die KI fährt, zumindest jetzt noch, nur mit dem Flexity. Wird sich vielleicht auch noch ändern bei den nächsten Patches, mal gucken. So, die drei nehme ich noch mit. Wie gesagt, Fahrplan 2 drangekommen, Hauptsache wir können die Leute mitnehmen.
War aber auch im Obensee so. Also es ist nicht nur hier so, es war auch im Obensee so. Da habe ich auch immer gesagt, Fahrplan ist nicht so wichtig. Der ist zwar schön und gut, dass wir ihn haben, so als kleine Hilfestellung. Aber wichtig ist, dass die Leute hier außen einsteigen können. Und wir warten ja auch relativ oft. So ist es ja nicht. Gibt ja, wenn wir uns nur an dem Fahrplan halten würden, gibt es ja genug Möglichkeiten, einfach die Tür zu schließen und sagen, so, wir fahren jetzt. Bresselgasse. Und das Ganze natürlich auch nur hier machen. Also quasi sagen, Fahrplan völlig egal. Im Real Life wird das natürlich ein bisschen schwieriger. Tolle Ampel übrigens. Bremst mich da voll ein, damit es grün. Im Real Life wird das natürlich ein bisschen schwieriger, weil da eben auch echte andere Fahrer in den anderen Straßenbahnen drin sind, die dir hoffentlich nicht bei jeder Haltestelle mitten in den Beiwagen reinrollen. Und natürlich auch wieder andere Linien unterwegs sind. Da hältst du ja deinen kompletten Betrieb aus, auf, wenn es erstmal drei Ampelphasen... Oh, da ist ja schon die Haltepunkt. Die Haltepunkt vor allem. Da hältst du den ganzen Betrieb auf, wenn du drei Ampelphasen wartest, nur weil da noch vielleicht einer ankommt. Hier geht's einfach. Obwohl wir ja, muss ich zugeben, für das, dass das die erste Fahrt ist mit diesem Wagen hier, mit dem neuen, sind wir ganz gut dabei, muss ich sagen. Also, ich habe das, glaube ich, gut unter Kontrolle. Ich meine, ich kann da jetzt auch ganz falsch liegen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch denkt, boah, der fährt ja komplett scheiße. Aber ich glaube fast, ich bin gar nicht so schlecht unterwegs. Noch zumindest. Wir haben noch keinen Unfall gehabt bisher. Es ist noch alles gut gegangen. Halbwegs gut gebremst. Vielleicht ein paar Ampel über Gelb drüber, aber ja, gut. So, lala. Wie sieht's aus? 6,5 Minuten. Uiuiuiui. Karlsplatz. Umsteigen zu U2, U4, 4A. So, da haben wir den Haltepunkt aber irgendwo da vorne wieder. Das weiß ich noch. Aus Erfahrung. Warum auch immer der da vorne ist, das weiß ich nicht. So, 9 Punkte. Aber wir sind hier richtig. Steigen die halt alle mal beim Beiwagen hinten ein. Geh mir aus dem Bild. Aber wir sind ganz flott beim Einsteigen. Also dieses Problem hier, dass die Leute nicht einsteigen, hat man zum Glück noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie oft das vorkommt. Ich habe das nur im Changelog gelesen, habe mir gedacht, okay, ich schreibe es mal sicherheitshalber auf. Nicht, dass ich dann hier stehe und irgendwie nichts weitergeht und ich bin dann voll verzweifelt und weine vielleicht noch zum Schluss. Habe ich mir gedacht, sicherheitshalber schreibst du es dann lieber mal auf. Aber alles gut. So, die Freigabe könnte man eigentlich drin lassen. Weil wir können ja eh nicht weg. Ich mache mal vorne trotzdem sicherheitshalber zu. Aber ich finde das echt cool, dass hier jetzt so viel los ist. Ich habe ein bisschen Angst gehabt von Performance-Einbußen, dass uns da die FPS völlig in den Keller gehen. Aber das ist eigentlich, ich habe zwar keine FPS-Anzeige gerade hier, weil ich mit OBS aufnehme. Mit Dextery habe ich mal so eine kleine FPS-Anzeige noch gehabt. Gibt's jetzt hier nicht. Hat schon irgendwie wieder mit den Türen gespielt, anscheinend. Na komm. Das nehmen wir noch. Ich hoffe, die fahren jetzt nicht gleich los. Ha! Es tut mir leid. Das ist natürlich meine Schuld. Ich finde es übrigens cool, im Rückspiegel sieht man echt, man hat noch ein bisschen Platz. Hier sieht es aus, als wenn wir schon voll reingefahren wären, von der Fahrerperspektive. Ach, Kacke. Oper, Karlsplatz. Umsteigen zu U1, U2, U4, D, 2, 71, 2A, 59A. Ja, das ist natürlich ein bisschen das Problem, wenn wir hier schon ein bisschen einen Fahrplandruck haben, quasi. Das ist auch, glaube ich, der einzige Zebrastreifen, wo die Straßenbahn warten muss. Ob da nicht noch wer drüber gehen will.
Normalerweise hat die Straßenbahn ja immer Vorrang. Mal gucken, wir haben zumindest mal eine halbe Minute mitgenommen, wieder ins Positive, das finde ich schon mal gut. Wir kommen hier bei einer grünen Ampel an, das heißt nie was Gutes. Und hier sieht man aber, es ist echt mördermäßig viel, also mördermäßig viel wäre jetzt hier kompletter Stillstand vom KI-Verkehr von den Fahrzeugen, aber es ist schon deutlich mehr los auf jeden Fall als in den letzten Folgen, eben weil ich das jetzt vom Mittel auf hochgestellt habe, finde ich echt gut. Also wir sind hier am Ring, das ist schon eine, naja, sehr gut befahrene Straße, würde ich jetzt mal sagen. Und da steht man halt mal dann so und nicht nur irgendwie hier drei Autos und das war's dann. Also, da finde ich schon gut, dass ich da zumindest mal, ich habe mal gedacht, ich schaue einfach mal in die Option rein, was man noch so alles umstellen kann und sehe dann da, aha, Fahrzeugverkehr, Menschenaufkommen oder Fahrgastaufkommen, ich weiß gar nicht mehr, was ist denn genau da gestanden? Einstellung, wo war denn das? KI. Genau, Personen war auf Mittel und Fahrzeugverkehr war auch auf Mittel, habe ich direkt mal alles auf hochgestellt. Denn jetzt ist mal richtig was los. Und ich muss ehrlich sagen, so richtige FPS-Einbußen habe ich jetzt nicht wirklich, zum Glück. Hätte natürlich auch anders sein können, aber bin ich sehr zufrieden. So, wie sieht's mit dem aus? Natürlich, hau mir schnell um die Kurve. Der fährt geradeaus, okay. So, 7,5 Minuten mittlerweile schon. Burgring. Umsteigen zu 57A. Das war vielleicht auch ein bisschen sportlich. Wie schnell fahren wir denn? Naja, knappe 50, ein bisschen drüber, das passt schon. So, lala, wo ist das gelbe Pünktchen? Da ist das gelbe Pünktchen. Wir haben rot, das finde ich gut. Das heißt, wenn wir Glück haben, 10 Punkte fürs Halten. Sehr gut, sehr gut. Wenn wir Glück haben, steigen die alle ganz fleißig ein und aus. Hinten ist noch offen. Ich gucke mal, ob der noch einsteigt. Oder ist der ausgestiegen? Ich glaube, der ist ausgestiegen. Ich mache mal vorne zu. Haltestellenfreigabe lasse ich mal wie immer drin. Okay, jetzt nicht mehr, weil jetzt geht's gleich los. Das war eine gute Station. Freunde, da habt ihr gut mitgemacht. Vielleicht können wir ja doch noch ein bisschen was aufholen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, beim Beschleunigen ist der fast sogar einen Tacken schneller als der Flexity. Ring, Volkstheater. Umsteigen zu U3. 46. 49. Ui. 48A. Ach so, wir dürfen ja weiterfahren. Oh. Voll eingebremst hier. Immer noch 6,5 Minuten, wo wir da jetzt so quasi durch die City rasen. Oje, oje. Naja, mal gucken. Solange es nicht schlimmer wird, ist ja noch alles halbwegs okay. Wo ist unser Kollege? Sehe ich gar nicht. Vielleicht, wenn der da weggeht. Ah, jetzt, okay. Doch nochmal umentschieden. Nee, Kollege ist gar nicht da. Anscheinend waren da ein paar rote Ampeln dazwischen. So, lala. Weiter geht's, Freunde. Aber ganz weit kommen wir ja nicht, weil da um die Ecke ist ja direkt schon die nächste Haltestelle. Parlament. Parlament. Umsteigen zu 2. In Richtung Dornbach. Da
So, wir könnten natürlich auch mal eine Kurzführung machen, aber ganz ehrlich, ich fahre normalerweise immer die volle Strecke. Guck mal, da vorne fährt ja auch einer. Oh! Da haben wir unseren Kollegen schon eingeholt. Also wenn wir 7 Minuten Verspätung haben, dann möchte ich ja nicht wissen, was der Verspätung hat. Oder ist das vielleicht unser Vordermann quasi und der Spieler hat den gerade reingespawnt, weil das sein Fahrplan wäre. Das kann natürlich auch sein. So, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Wann fahren wir denn los? Hier sehen wir was. Okay, jetzt wird's gleich losgehen. Der macht natürlich wieder die Tür auf, der Vogel. Okay, jetzt geht's los. Kann sein, dass das Spiel vielleicht ihn jetzt da reingespawnt hat. Weil das vielleicht unser Vordermann wäre. Der hier normalerweise fahren würde. Also eigentlich wäre der hinter uns. Normalerweise wären wir ja nicht mehr hier. 8 Minuten Verspätung, da wären wir ja schon irgendwo anders. Beim Schwedenplatz wahrscheinlich. Rathausplatz, Burgtheater. Also hätte der ja 14 Minuten Verspätung fast da vorne. Was schon ein bisschen viel ist, schätze ich mal. Für das, dass wir uns ja echt extrem viel Zeit gelassen haben. Also Kollege da hinten ist auch verschollen. Ja, keine Ahnung, ich frage gar nicht. Hallo. So, irgendwas ist mit dem da noch? Achso, der ist schon wett vor allem. Der hat gewettet und ist weg. Oh, der macht da zu. Sehr gut, sehr gut. Und wir machen auch mal zu. So, dann weiter geht's Richtung Schottentor. Achtung, Achtung. Schottentor. Umsteigen zu U2. 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 1A. Wir haben ja noch nicht genug Verspätung, da können wir uns ruhig mal noch ein bisschen einbremsen hier, oder? Geht, na klaro. Erstmal voll einbremsen, 2 Sekunden stehen bleiben und dann weiterfahren. Okay. Aber 6,5 Minuten, guck mal. Doch nicht mehr die 8. Zum Glück. So, keine Angst, ihr könnt ruhig abbiegen. Ich bleibe erstmal stehen. Manchmal habe ich das Gefühl, die steigen schon aus, bevor die Tür überhaupt offen ist. Die sind so schnell, die können es kaum erwarten, meinen Zug zu verlassen. Das finde ich ja fast schade. So, was ist mit dem jetzt hier? Keine Ahnung. Ich mach mal zu, er macht sich ja gleich wieder auf. Jo, und jetzt steigt er ein. Der auch? Nee, der geht woanders hin, aber die kommt. So, aber jetzt? Irgendwo ist noch irgendwas offen. Ich glaube hinten. Ja, aber da sehe ich gerade, die Fußraste fährt nach oben, aber jetzt geht's los. Komm, das ist noch drin. Wir hätten normalerweise warten müssen, aber sind wir mal nicht so streng heute. Nur heute. Börse. Umsteigen zu D. In Richtung Nussdorf. 40A. Wir könnten auch hier natürlich eine Kurzführung machen. Aber das wollen wir nicht. Wir fahren volle Pulle direkt bis zum Ende, bis zum Prater. So wie es sich gehört, die ganze Strecke nämlich. So, es war vielleicht ein bisschen sportlich gehalten, aber... Ach doch, 10 Punkte, was ist das? Oh, direkt am Punkt.
Ich dachte, wir haben den voll überfahren. So, die Dame hier muss sich noch entscheiden, einsteigen oder nicht. Das ist die Frage. Sie will, okay. Doch noch dafür entschieden, hier mitzufahren. Ob das eine gute Entscheidung war? So, natürlich, wenn dann die Tür wirklich mal alle zu wären und wir losfahren können, ist rot. Aber nicht mehr lang. Hohoho. Ich darf fahren und ihr nicht. Schottenring. Umsteigen zu U2, U4, 31, 3A. Hallo, Kollege. Ah, guck mal, da ist er wieder, unser Vordermann. Der hat die Tür wahrscheinlich gar nicht aufgemacht, da stehen doch die Leute rum. Es wäre lustig, wenn wir den einholen würden. Der andere Kollege ist ja weg. Der ist nimmer hier. So, Leute, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Nicht mehr so voll wie am Anfang. Gut, bei der einen Haltestelle haben wir ja wirklich alles mitgenommen. Da hocken wir, der Muckemuck, der Brave. So, machen wir mal zu. Mal gucken, wie weit wir kommen. Nicht so weit. Wo kommen die denn alle her hier? Guck mal, da kommen die nächsten. Da ist echt ein bisschen was los. Und erstmal da hinten, alter Falter. Wollen die alle noch einsteigen? Ich hoffe doch nicht. Ach, jetzt macht da wieder mal auf. Okay. Ja, kommt mal alle mit. Mir soll es recht sein. Ob wir jetzt 8 Minuten Verspätung haben oder 10 Minuten, schaue ich mir auch sogar mal die Tür auf. Ist ja dann auch schon wurscht. Hallo, hallo, du auch noch. Und jetzt haben wir es. Na, guck mal, alle mitgenommen. Stehen zwar noch ein paar rum, aber ja. Wir haben zumindest mal den Zeitpunkt erwischt, wo alle Türen zu sind. Und der Wagen hat sich gefüllt. Definitiv. Salztorbrücke. Umsteigen zu 2A. Flughafenbus. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Connections to Airport Bus. 7 Punkte, mit viel mehr habe ich auch nicht gerechnet, ganz ehrlich. So, vorne geht auf, das heißt nichts Gutes. Ich konzentriere mich jetzt mal nur auf die Vordertür, dass wir die zumindest mal geschlossen hätten und dann schauen wir da unten. Wenn beide grün leuchten, heißt das, wir dürfen fahren, aber da leuchtet gar nichts grün. Jetzt ist hinten zu, das ist glaube ich für den Beiwagen, das ist für uns. Aber wir haben ja sowieso rot, also weit kommen wir nicht. Na cool, gerade da wo rot wäre, will niemand mehr einsteigen. Dort wo wir freie Fahrt hätten? Naja. 8 Minuten, wir halten uns konstant bei 8 Minuten Verspätung. Also ich glaube unser Kollege kann da ein bisschen Vorsprung ausbauen, der ist wahrscheinlich da drüben gerade. Guck mal, da sieht man ihn, zwischen den Bäumen. Und wir stehen hier und warten auf, weiß ich nicht was, auf irgendwelche Fahrzeuge, die nicht kommen oder keine Ahnung. Gegenverkehr kommt auch. Leider alle ein bisschen nur mit Flexit unterwegs, aber ich vermute mal, da wird sicherlich dann auch ein paar KI-Fahrzeuge geben, die
als E2 unterwegs, sind eben wie wir hier E2 und C3, 5 als Beiwagen. So, ich weiß gar nicht, ob wir es halt erwartet haben. Oh ja, jetzt haben wir grün. Schwedenplatz. Umsteigen zu U1, U4, 2, 2A. Na, wie denn auch sonst, gibt sie erstmal einen Querstrich für uns. Na gut. Wie sieht's aus, Friends? Was ist mit denen da? Das Fußvolk kommt doch auf der Seite, oder wie? Gehen wir die jetzt nach bis zur Bahnstation, bis zur Haltestelle? So, erstmal ein bisschen langsamer hier. Dass wir da nicht aus den Weichen springen, das wäre blöd. Jetzt so kurz vorm Ziel, wir haben ja nicht mehr so weit. So, wo ist das Pünktchen? Da ist das Pünktchen. Und zack. Bitteschön, Dankeschön, 10 Punkte, das ist sehr schön. Hoi, da steigen wieder alle aus. Sie sind alle wahrscheinlich da vorne eingestiegen. Und jetzt steigen sie wieder aus, Schottenring. Sind ja nicht lang mitgefahren. So, ich fahre halt mal. Da vorne ist noch rot. Da ist rot, aber da vorne ist noch grün. Jetzt haben wir rot. Na gut. Dann warten wir. So, warten da. Stehen Antrieb, Traktionsteller, Solenoidbremse, Linienschutz, Überstrom, Gleitschutz, Überspannung, Kühlung. Cool. Noch ein paar Sicherungen für den Beiwagen. Da oben ein Erste-Hilfe-Kit. Ist schon cool. Und sieht halt genauso aus wie in der Realität. Ich meine, ob das jetzt hier wirklich eins zu eins übereinstimmt, ich vermute mal schon, ich nehme es stark an. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin hier noch nie gesessen. Ich könnte doch niemanden fragen. Ich weiß niemanden, der Straßenbahnfahrer wäre, den ich kennen würde, der das beurteilen könnte. Aber ich vermute mal, dass es eins zu eins so nachgebildet, wie es auch in der Realität ist. Und das ist echt geil. So, ich fahr mal. Die anderen fahren auch. Julius Fahrplatz. Ich hab damit gerechnet, dass die Ampel grün wird. Sie wurde nicht grün. So, ich bleib mal hier stehen, damit die Fahrzeuge ein bisschen Platz haben. Na gut, der hätte eh Platz genug. Naja, wurscht. Wurscht. Ich habe damit gerechnet eigentlich, dass die Ampel grün wird. Aber da habe ich wohl ein bisschen falsch gerechnet. Hier wird sie grün. Also flexit die Kollege von vorhin, ich glaube, der ist schon ganz, ganz weit weg. Da vorne sehe ich genau nicht einmal die nächste Haltestelle, da zwischen den zwei Baumreihen. Berufsrettung Wien haben wir da drüben. Ich glaube, der ist schon ganz weit weg. Der hat die Flucht ergriffen, der hat mich gesehen im Rückspiegel. Jetzt habe ich gedacht, was kommt denn da für ein Irrer an? So, da. Und natürlich ist da vorne dann auch gleich wieder rot. Ha. Na okay, wenn jetzt erst die Autofahrer grün haben, na dann ahn ich Böses. Hintere Zollamtstraße. Umsteigen zu O. In Richtung Raxstraße. Raxstraße Richtung Linie U. Es ist übrigens, habe ich gelesen,
und ja auch schon in den letzten Folgen vermutet. Eine weitere Linie in Arbeit. Wann genau die kommen wird, ob das in nächster Zeit ist oder ob das vielleicht noch ein bisschen länger dauert, da habe ich leider keinen Plan. Aber es ist eine weitere Linie in Arbeit. So viel weiß ich und da bin ich schon mal sehr gespannt, welche Linie das sein wird. Vielleicht eine Linie, die sich hier mit der Linie 1 kreuzt, die vielleicht auch über den Ring fährt. Keine Ahnung, wäre alles möglich. Sobald es soweit ist und die Linie draußen ist, sehen wir uns natürlich auch hier wieder. Ist ja ganz klar, habe ich euch ja versprochen, bei jeder Neuerung gibt es auch eine Folge dazu. Und so werde ich das natürlich auch beibehalten, ganz, ganz klar. So, die steigt erstmal durchs Fenster aus, ist auch eine Methode, die da hinten auch. Die wollen es halt, die wollen halt mal ein bisschen auf Risiko gehen. Die haben mit dem Hammer erstmal die Scheiben zertrümmert da drin, damit die raus können. Ja, es ist so, das sind die Wiener. Die machen auch mal so Stunts hier in der Straßenbahn. So, wir hätten eigentlich offen lassen können, weil wir kommen ja nicht weit. Da ist wieder der Gegenkollege. Da hinten ist wieder irgendwas offen, habe ich das Gefühl. Auf was warten die denn da vorne eigentlich? Aha. Der will abbiegen und die fahren aber nicht weiter, warum auch immer. Das wird interessant, wenn wir da jetzt gleich vorbeikommen. Mittlerweile schon 10 Minuten Verspätung. Löst sich das bei dem übrigens die Reifen blinken? Oh, warte mal, jetzt fährt der. Ah, jetzt geht's los, okay. Da blinkt erstmal die Bremse. So, jetzt bin ich dran. Das ist so ein neues Modell. Verletzungsplatz. Umsteigen zu O. In Richtung Praterstern. Also wenn du da ein bisschen mit einer höheren Geschwindigkeit über die Weiche fährst, da glaubst du echt, der Wagen explodiert gleich. Das hört sich arg an und ist es vermutlich auch. Ah, guck mal, der hat uns wieder eingeholt. Uiuiui, da haben wir aber ordentlich Zeit verschissen. Da ist er wieder. Jetzt kann er uns wieder hinten da reinfahren. Wahrscheinlich ist er deswegen alles so laut, weil da hinten schon alles zertrümmert hat, den Beiwagen. Der Kollege. So, wie sieht's aus? Na gut, da steigen noch ein paar ein. Die da hinten, keine Ahnung, was die vorhaben. Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir dieses Problem haben, mit denen nicht einsteigen. Ich mach mal zu. Und dann geht's ja eh gleich wieder auf. Und jetzt steigen sie ein. Und die da hinten nehmen natürlich auch noch mit. Wir sind ja nicht so. So, zum Glück steht ein Auto dazwischen. Das heißt, er kann uns nicht direkt reindonnern. Hoffentlich. Komm her, noch mehr. So, 1, 2, 3. Aber dann war's das. Komm, Fußraste rauf, Tür zu. Ja, sehr gut. Achso, war mehr eh rot. Ist da vorne zu, jo. Hä, warum macht denn der da? Oh, da ist ja noch jemand. So, jetzt wäre hinten zu. Und auch vorne zu. Und hinten nicht mehr zu. So, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Jetzt. Ha, sehr gut. Das war sehr gut. Es wird grün und die Türen sind zu. Ich glaube, mittlerweile steht hier nur noch 1,5, aber wir sind schon mittlerweile 11,5 Minuten zu spät dran.
Hetzgasse. So, jetzt hetzen wir uns wirklich bis zur nächsten Haltestelle. Wo sind die? Ach, hier. So, bitte, Dankeschön. 9 Punkte, die nehme ich gerne mit. Der Kollege lauert da hinten, aber da staut sich schon ja ein bisschen. Halt den ganzen Betrieb hier auf. Ja, der hat sich doch nochmal umentschieden. Der hat mich gehört, jetzt wird den ganzen Betrieb auf. Eher nicht. Aber, mein Lieber, wir sind hier bei der Straßenbahn. Mich kann keiner überholen. Wenn ich hier alles aufhalte, dann halte ich alles auf. Der kann nicht einfach sagen, gut, der überholt mich jetzt. Das geht nicht. Wenn ich der Erste bin, bin ich der Erste. Du auch noch? Du nicht mehr, okay. So. Löwengasse. Umsteigen zu 4A. Boah, da soll ich ihm um die Ecke tragen? Hallo, der bremst sich hier ein. So, lala. Ah, falsche Taste. Hier wollte ich hin. Huch, haben sie die geküsst noch vorher vom Einsteigen? Ein Abschiedskuss vermutlich. Die wissen, sie kommen nicht weit. So, auf zu. Na komm, ich weiß, ihr wollt einsteigen. Oder auch nicht? Na gut, dann auch nicht. Muss ja nicht. So, eins ist zu, zwei ist zu, na passt, dann fahren wir. Blinker rin. Und erstmal wieder stehen bleiben. 12 Minuten Verspätung. Habe ich irgendwann nochmal gesagt, 5 Minuten, das schaffen wir. Ich nehme alles zurück. Wir schaffen gar nichts mehr in 5 Minuten. 12 Minuten Verspätung. Wir sind bei einer Stunde. Ich habe den Timer hier mitlaufen. Wir haben eine Stundenfolge, definitiv. Ein bisschen mehr sogar noch. Gut, ein paar Minuten muss man abrechnen. Ich habe euch ja am Anfang noch ein bisschen die Straßenbahn gezeigt. Das waren vielleicht so 2, 3 Minuten. Aber gut. Im Großen und Ganzen sind wir viel zu spät dran. Ich glaube, das kann man so sagen. So, Café Zartl, da haue ich mich dann rein nachher. Ach nee, wir fahren ja dann noch zurück. Da sind wir hier wieder ganz woanders, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Noch ein Kollege, der uns da entgegenkommt. Da vorne ist angeblich rot, tatsächlich. 80A. Das sehe ich aber ungern. Erstmal der Querverkehr. Alter, da stehen aber auch ganz schön viele. Bis da hinten, guck mal, alle Spuren voll. Alle 1, 2, 3, 4 sind das, glaube ich, sogar. Nice. Und kaum Performance einbußen. Nice, nice, nice. Mit kaum meine ich überhaupt keine. Zumindest merke ich nichts davon. Richtig, richtig cool. Gut, dass ich die Einstellung gefunden habe, dass ich da mal reingeguckt habe. Wie gesagt, ich mag das, wenn echt extrem viel los ist. Gucken wir nochmal ganz kurz. Okay, da kommen die nächsten an, aber da ist schon alter, alter. Da geht schon ordentlich ab. So, Wittelsbachstraße und dann sind wir endlich dort, wo wir hinwollen, nämlich beim Prater.
Na, hätten wir vielleicht doch ein bisschen stärker bremsen können. Egal, 7 Punkte ist auch okay. Nehme ich alles hin. Schön brav langsam durchfahren, auch schön. Und erstmal voll dagegen latschen. Toter. Nicht meine Schuld. Der ist nicht in meiner Straßenbahn gestorben, sondern davor. Da. Und jetzt sind wir beim Prater mit ganzen 13 Minuten Verspätung. Na Halleluja. Prater Hauptallee. Wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Oh, guck mal, wir hätten schon vor einer Minute losfahren. Nee, eine Minute haben wir noch anscheinend. Oder hätten wir schon vor einer Minute losfahren sollen? Für den Gegenkurs. Ich glaube, wir hätten vor einer Minute losfahren sollen. Ups. Für den Retourkurs dann quasi schon. Naja, macht ja nix. Ne, 0,5. Guck mal, wir haben noch eine halbe Minute Zeit. Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen mit der Zeit spielen. So, aber jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Türen gehen auf, ich steige aus. Kannst du bitte vorbeilassen? Ich steig da raus, hier, du Vogel. Hast jetzt eh Zeit. So, lala, und das war unsere Fahr... Huch! Ach, die Sonne blendet mich hier so. Das war unsere Fahrt Richtung Prater Hauptallee. Das ist ja wie Paparazzi hier. Und das ist übrigens auch noch ein kleiner Bug. Dass sich nämlich der Beiwagen, umso länger man fährt, ziemlich weit vom Triebwagen entfernt. Weil normalerweise ist hier nicht so ein Riesenabstand. Normalerweise hängen die doch ein bisschen näher zusammen. Also ich glaube, ich werde da sogar mal ein neues Spiel starten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge aber trotzdem hier wieder. Nämlich in der Prater Hauptallee und fahren retour Richtung Stefan-Fahninger Platz. Beide Linie 1 und natürlich auch mit diesem schönen neuen Gefährt. Mit dem Paparazzi-Lichter E2 und hinten der Triebwagen der C5. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so sagt zum neuen Fahrzeug hier in Let's Play Tramsim. Würde mich ja sehr interessieren. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge bei der Retourfahrt Richtung Stefan-Fahninger Platz. Bis dahin, danke dir fürs Zusehen und tschüss.